Mahlzeit, ihr Hübsche. Ja, heute geht es mal wieder um das 120 cm Amazon Biotope Light Aquarium. Und zwar geht es heute auf dem Wunsch von Marcells Aquaristik um den Emersenbereich. Der fragte mich nämlich, was mein Spatiphyllum macht. Ja, ich gehe mal auf den gesamten Bereich ein. Also ich fange mal einfach an hier mit meiner mittlerweile echt riesig gewordenen Spatiphyllum. Ja, die zwischendurch auch schön blüht immer wieder mal und echt groß geworden ist. Wenn man bedenkt, das Ding war mal so groß, als ich es eingesetzt habe, könnt ihr in meinen anderen Videos sehen. Und mittlerweile ist ein richtig riesiger Busch entstanden, der auch tief ins Wasser hineinwurzelt, ne, und jede Menge Versteckmöglichkeiten liefert. Also ziemlich cool, macht sich sehr gut. Ich habe das Licht von meiner Shiros hier bisschen gedrosselt gehabt, denn da sind die Blätter, ihr seht es hier noch, das ist ein älteres Blatt, schön weiß geworden. Das heißt, die Lampe hatte zu viel Power für die Spatiphyllum. Ja, also macht sich überragend. Dann könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, hier hatte ich eine Venusfliegenfalle sitzen. Die ist nicht mehr da. Die ist abgesoffen. Die hat ja zwischendurch braune Blätter gekriegt, hat dann wieder schöne neue Blätter ausschlagen lassen, ist dann aber hier komplett abgesoffen und ja, war dann nicht mehr zu retten. Aber hier haben wir eine Mimose sitzen. Die älteren Blätter, die seht ihr, sind auch etwas heller geworden. Und hier oben an dem mittleren Blatt, bei mittlerem Stiel auch schon abgefallen. Aber unten die neuen Triebe, die haben sich an das dickere Licht angepasst und wachsen schön. Dann habe ich hier zwischendurch immer so eine Hydrokotyle Tripatita draufgeschmissen und rumgewickelt. Die wächst eben erst auch sehr, sehr schön und setzt halt hier noch ein bisschen Akzente. Dann habe ich hier auch noch mal eine Efeutute. Ihr seht da, die neuen kommen schön grün und die älteren Blätter sind eher hell. Die Wurzeln von Efeutute ranken hier runter ins Wasser und versorgen die Pflanze. Zwischendurch besprühe ich die auch immer mal ein bisschen und dann kriegen die auch was ab. Ja, hier oben sitzen habe ich eine der drei Tillandsien im Becken. Auch der geht's gut. Die bildet hier ein paar neue Triebe immer wieder aus. Die Blätter, die hier nicht so gut aussehen, das sind noch die ersten Blätter, die auch dran waren. Die gammeln nicht weiter. Die sind so, wie sie sind. Ja, hier unten drunter die Tillandsie, die macht sich mega. Der weiße Belag oben drauf ist wohl Kalk, da ich letztens mit normalem Wasser und nicht mit Osmosewasser gesprüht habe. Ansonsten wird die immer größer und größer und hat sich auch schon einmal gelöst. Also dieser, ich weiß gar nicht, ob ich es drauf kriege. Ihr seht ja hier, ich zoome mal ran. Da hatte ich die Tillandsie geklebt und zwar da unten aufs Holz. Und die hat sich so vergrößert und wahrscheinlich habe ich es auch mal ein bisschen, ja, beackert beim Saubermachen des Aquariums, dass sie ja, sich gelöst hat. Sie hat aber nach unten ins Becken dicke Wurzeln, die so fest sind, dass ich sie gar nicht mehr ohne Gewalt anzuwenden, sie wahrscheinlich kaputt zu machen, verletzen würde. Also der gefällt ihr Platz da. Ja, die letzte Tillandsie sitzt hier oben und macht sich auch gut. Die wird natürlich regelmäßig besprüht, weil die da kein Wasser kriegt. Die saß vorher viel näher an der Wasseroberfläche. Aber da mir diese Wurzel hier auf den Sack ging bei jeder Reinigung, habe ich das Ganze umgebaut.
Und hier habe ich aus meiner letzten Bestellung bei Aquasabi die, ich habe den Namen vergessen. Naja, eigentlich auch so eine Sumpfpflanze eher, die eher über Wasser wächst als unter Wasser wächst. Die habe ich oben auf meinem 35er Skipper's Tank und in einem Wabikusa-Glas und macht sich ganz gut. Hier oben geht's so, würde ich behaupten. Also die hat eigentlich gut Feuchtigkeit. Hier sind die alten Wurzeln, die das Wasser eigentlich hier hochziehen. Die hat immer genug Wasser. Und ich muss mal gucken, wie die sich hier entwickelt. Ihr seht es hier da in der Mitte, da mal scharf stellen. Da kommen auf jeden Fall neue Triebe. Und ich denke, die wird hier auch kommen. Eine Kalmusart ist das Ding hier. Ja, und dann meine Efeutute, die hier schön aus dem Becken wächst und sich echt Bombe macht. Die hat angefangen mit drei Blättern. Oder zwei, das dritte war im Kommen, als ich die hier direkt am Anfang auch mit eingesetzt habe. Und nun ist da ein schönes, beachtliches Stück Pflanze raus geworden. Ich lasse sie auch noch vorne raushängen. Ist ganz cool, stört beim Scheiben sauber machen, aber was soll's. Die ist auch so fest gewurzelt. Die kann ich halt ganz humorlos auch von links und rechts nach rechts schieben, ohne dass die sich löst. Sehr cool. Ja, dann hatte ich hier links ja mal eine. Hier diese Pflanze, die in jedem Büro steht und sich vermehrt wie blöde, wenn man sie mal gießt und düngt. Ich komme gerade schon hier nicht auf den Namen. Die ist tatsächlich eingegangen in der Zeit, wo ich mit dem Licht gespielt habe und das Licht zu stark war. Die Ableger, die es davon noch gab, die habe ich im Bügelzimmer oben wieder eingepflanzt und die wächst da weiter. Ja, so viel zu meinem Immersion-Bereich, in meinem 120er Amazonas Leitbecken. Wen es interessiert, weil ich letztes Mal ja ein Update meiner schönen Apistogramma mit Mastery gemacht habe. Die Mutti hat ihre Kinder alleine gelassen. Eine Rabenmutter. Vereinzelt sieht man die Jungen rumschwimmen noch am Boden, aber Mama und Papa sind eher in Paarungslaune. Die tun sich wieder wie bekloppt anbalzen und ja, haben bestimmt schon ein neues Gelege oder machen ein neues Gelege. Ich sehe sie gerade nicht, sonst würde ich sie euch zeigen. Scheiben sind natürlich nicht geputzt. Maintenance kommt noch. Auf jeden Fall sind die am Balzen und jetzt spiegelt auch alles wieder hier. Tja. Mal gucken. Wenn da was kommt wieder, werde ich euch auf dem Laufenden halten. Ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Haut rein, genießt die Sonne und stay tuned.